Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein, die neue Ordnung. Ich suche immer noch den guten Klaus. Die Toilette habe ich gefunden, die Spülung funktioniert. Also wenn ich mal muss, dann weiß ich, wo ich hingehen sollte. Aber ich habe halt den guten Klausi noch nicht gefunden. Hey, ihr wart vorher nicht da. Da hast du gute Klausi. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf sie los bin. Mach dir Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Ah! Max! Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Durchsuche Carolines Zimmer. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Ah, ja, 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 ja. Ich hoffe mal, ich finde nichts. Ihr wisst schon. Anderes aus dem Ordner. Dass ich da auf einmal ein BH rauskrame oder so. Moment, das ist der Keller. Erdgeschoss, Erdgeschoss. Wo könnte denn ihr Zimmer sein? Das könnte ihr Zimmer sein. Oh, Hallöchen. Ist da was versteckt dahinter? Aha, guck mal an, eine Geheimtür. Was haben wir hier denn alles? Wie komme ich denn hier hin? Geheimversteck? Was ist das? Deutscher Zement oder was? Superbeton! Nice. Bin ich denn hier? Sollte ich hier sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Hä? Jetzt bin ich doch nur wieder ein Stockwerk höher, oder nicht? Tatsächlich, was hat mir das jetzt gebracht, bitte? Nichts. War einfach nur so da. Was? Ich hab da jetzt irgendwas übersehen, aber das sieht fast nicht so aus. Ich gehe jetzt den Weg nochmal. Gab's da jetzt irgendwas zu finden oder entdecken oder bin ich blöd? Ist nicht der dunkle Gang? Hier kann ich runter gucken. Überall nur Superbeton, Superbeton. Der ist bestimmt super, dieser Beton. Die Tür ist zu. Und hier steht ein komischer Ramsch. Was hat's damit auf sich? Cowboyhut? Ein Bett? Also hier wohnt definitiv einer hier hinten. Die Frage ist, na wer? Hm. Ist auch egal, wir brauchen das Buch. Warum guckt sie nicht selber in ihrer Schublade nach? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Zu spät. Er hat uns darüber sprechen hören und es regt ihn unheimlich auf. Eine Weinflasche drin. Okay, es ist auf jeden Fall die Säuferin im Team. Tja, niemand weiß, wo sich der Scheiß, wo der Scheißordner ist. Vielleicht hat ihn jemand mitgenommen, ohne zu fragen. Ich muss herausfinden, wer es war. Werde nach Hinweisen suchen. Ach, wirklich? Müssen wir jetzt wirklich nach dem Ordner suchen? Spielzeug. Was macht das in Carolines Zimmer? Können Sie mir beibringen, wie man schießt? Können Sie einen anderen Menschen umbringen, Anja? Spielzeug. Ich glaube ja. Dazu braucht man eine ganz bestimmte Einstellung, Anja. Selbst wenn er zum Regime gehört. Jede Menge gekratzelt auf dem Report. Da war jemand traurig. Vielleicht können Sie mich überzeugen. Wir brauchen immer Leute, die... Könnte es sein, dass hier auch noch irgendwo ein Kind wohnt? Mein Kinderspielzeug und das gekritzelt? Sind Sie taub? Bin beschäftigt. Hauen Sie ab. Er spielt Bleib Gitarre. Mal. Wo ist denn dieser Ordner? Okay, die zwei haben hundertprozentig nicht, so wie es aussieht.
Das ist nur die Speisekammer. Das Archiv ist zu. Der Keller ist auch zu. Steht dort? Ach, das ist der Hangar. Vielleicht liegt er im Kühlschrank. Nee. Hier liegen überall Akten und lauter anderes Zeug, aber nicht das, was ich brauche. Was haben wir denn hier noch? Jemand hat Nägel fallen lassen und sie einfach liegen lassen. Wie Kinder das machen. Die Nägel sind aufgemalt auf dem Boden. Nicht mal 3D. Wie Kinder es machen. Max vielleicht. Ich glaube, er ist der Einzige, der das, der auf die Beschreibung Kind zutreffen würde. Ah, guck mal, Kinderzimmer. Das muss Max Zimmer sein. Spieldose. Ja, wenn sich Max so darüber aufregt. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Brauch einen. Ich fasse es nicht. Offenbar hat Max den Ordner stibitzt und in sein Zimmer hinter der Wand versteckt. Ich brauche eine Brechstange oder so etwas, um die Abdeckung aufzuhebeln. Vielleicht komme ich an den Ordner, aber auch von der anderen Seite der Wand. Eine Brechstange oder einen anderen Weg. Eine Brechstange. Ich bin doch so dermaßen gut beieinander, dass ich da doch durchschlagen könnte, oder normalerweise? Ah, deswegen brauche ich das von Carolins Zimmer, diesen Geheimweg, dass ich da von der anderen Seite hinkomme. Na gut, dann gehe ich da von der anderen Seite hin. Das ist anscheinend am einfachsten. Da, 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 da. So, nochmal da durch. Ist ja nicht so, dass ich den Weg jetzt schon zum dritten Mal gehe oder so, ne? Ich meine, hey. Kennt man ja alles. Tja, hier durch, hier rauf, hier rüber. Ah, da, da ist er. Ha, ich hab den Ordner. Max, da musste schon früher aufstehen. Was ist das da? Oh, Nazi-Schätze, da bin ich dreimal vorbeigelaufen. Eieiei. Ich hab den Ordner, Caroline. Ich hab den Ordner. Gib mir was Schönes. Wo bist du denn? Da bist du. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Komm schon! Wow, Bim oder Panzerhund? Die Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Das sieht so einladend aus. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann dieses Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn?
Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Bleskovic. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Alter, der hat sich selber gekillt. Oh oh, oh oh. Das war knapp. Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespült. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskovic. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur Oberfläche des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Es liegt komischerweise immer an mir. Ist euch das schon mal aufgefallen? Hä? Ich wollte gerade sagen, was das hier stampft. Panzerhundi, hi. Und tschüss. Kann ich da nicht durch? Ich würde das sehr, sehr gern durchgehen, wenn es möglich wäre. Warum kann ich denn da nicht durch? Bisher Waff oder blöd, warum komme ich da nicht vorbei? Jetzt geht er wieder raus. Marschiert er hier? Entweder übersehe ich was, dass ich noch irgendwas aufheben muss, dass es da vorne weitergeht, oder? Aber warum sind die Steine heller als die anderen? Da ist ein Marker. Ich komme da nicht durch. Bobby Bram, ein Held, opferte sein Leben für die Sache, kann darüber nicht weiter nachdenken, muss weitermachen, mich zum London Nautica durchschlagen, vielleicht sehe ich ihn bald wieder. Wie komme ich denn da durch? Entweder ist das ein Bug, oder ich übersehe da was, das ist auf jeden Fall ein Glied. Der Panzerhund hilft mir auch nicht viel. Da einfach nur schneller sein als er. Nö, töten kann ich ihn nicht, aber er kann mich töten. Warum ging es denn da nicht weiter jetzt an dieser Stelle? Das ist komisch. Sogar der Marker zeigt drauf, der gelbe Marker, dass ich da rein muss. Himmel, er hat's getan, oder? Fast 300 Kilo Sprengstoff im Kofferraum. Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespürt. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskovic. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartür öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Nein, ist auf jeden Fall kein Bug. Ich komme da nicht durch. Ich will jetzt nicht unverschämt sein, aber das ist schlechtes Level-Design. Wenn es nicht offensichtlich ist, wo du hin sollst. Überall unsichtbare, wenn er das dir schlecht wird. Und ein Panzerhund. Ne? Ja, da liegt was. Gott, eine Steckpalette. Stecksockelplatte. Das meine ich. Genau das wollte ich sagen. So ist es. Ja, da kommt der Panzerhund, das ist schön. Aber was hilft mir das? Der kommt hier nicht rein, ich komme auch nicht rein, er kommt auch nicht raus. Die Steine wackeln. Wenn ich zurückgehe, zieht er sich zurück. Ich check das gerade nicht. Hier ist der Marker. Ich kann nichts durchtrennen, ich kann mich da auch nicht durchducken. Ich kann
kann da gar nichts. Ich kann auch den Panzerhund nicht töten. Und hier auch kann ich auch nicht. Das ist alles eine unsichtbare Wand. Rutsch überall runter. Hä? Warum kann ich denn da nichts machen? Ah, wartet mal. Durchrutschen, natürlich. Das habe ich schon ganz vergessen, dass ich das überhaupt noch konnte. So lange her, dass ich das letzte Mal gebraucht habe. Eieiei, das habe ich im Spiel am Anfang gebraucht, im Tutorial. Ah! Ah, jetzt habe ich dich aber flach gelegt, ne? Armes Tuk-Tuk, vielleicht sollte ich einen Gang zulegen. Nicht, dass er sich entscheidet, nochmal herzukommen. Erste Hilfe ist immer gut. Einfach durch. Oh, ich hab dich gehört. Gott, ist der widerstandsfähig. Whee. Das ist aber Schluss, oder, mit dir? Ich hab hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Oh, ist der Nazi verwundet? Armer, du. Ihr habt's gesehen, er hat gehumpelt, ja? Ich habe ihn nur erlöst von seinem Leiden. Was zum Teufel? Oh, die sind aufgespießt, okay. Venus? Nächster halt Venus, okay. Ja, die Bombe hat ganz schön was gerissen. Muss ich jetzt schon sagen. Ich dachte, ich hätte jetzt noch ein Wurfmesser, aber den ist dann doch nicht so. Geh bitte ganz bis zum anderen Ende, durch die große Tür und in die Mondkuppel. Sie müssen Erfolg haben, Blaskovic. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay, solange wir mit den Hängegleitern nicht abstürzen. Gibt auf jeden Fall einen Haufen zu plündern. Ich höre schon wieder was. Ich wollte eigentlich gerade sagen, solange kein Mac kommt, ist alles okay. Aber das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Hier bin ich. Roboter habe ich erfahren, das kenne ich aus dem Inferno Castle Wolfenstein, stellen, ne? Mit den Super-Nazis. Aber Doppelmaschinengewehre machen das schon. Die regeln das. Ganze Panzerung mitnehmen hier. Rüstung ist nie verkehrt. Tja, ging auch ganz gut. Na, die Mechs sind schon ein bisschen lasch. Was haben wir denn hier? London Nautica Eingangshalle. Oh, so. Ganz hübsch. Nachdem ich da renoviert habe. Oh oh, Alarmsirene. Ich denke mal, das Stealth bringt nichts mehr zu diesem Zeitpunkt, oder? Waffenkammer. Zumindest was davon übrig geblieben ist. Nein, keine Granate. Alter, nein. Dass ihr mal alles könnt oder glaubt zu können. Ah, fuck, sei mich verworfen auch noch. Nein. Alter. Ich sehe gar nicht, wo die Feinde herkommen. Ja? Die kommen ganz an die reingebrezelt. Nimm den Mund mit. Ja, ich glaube, es lohnt sich, beide Waffen zu führen in dem Moment. Schwein. Schweinhund!
War das genau ein Geschützturm, was ich da gesehen habe? Moment, ich kann das Ding mitnehmen. Ah, das ist ja geil. Würdest du bitte... Hallo, warum feuert das Ding nicht? Vielleicht hätte ich diesen Tooltip lesen sollen an der Seite, während ich beschossen werde natürlich. Ne? Sollte man. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Supi. Habe ich gut gemacht. Beste, beste. Zack und beste. Leckt mich. Mit der Granate habe ich natürlich jetzt keinen getroffen, wie es halt immer so üblich ist. So, Money. Limit erreicht. Es gibt kein Limit für sowas. Fress. Vielleicht blase ich das Lebenslicht aus. Ah, da steht ein Mac. Da steht ein Mac. Silber wirkt mir vorhin, das war gut. Ne, ihr seid hier. Ich war schon die ganze Zeit hier. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt von mir. Tschüss. Steht einfach hier rum. Ja, ich muss wirklich sagen, alles was ich mache hier ist Notwehr, ja? Ich bin nicht der, wo angefangen hat, aber ich bin der, wo es beendet. Aber liebe Leute, ich beende das in der nächsten Folge von... Wolfenstein, die neue Ordnung. Es ist März 1960. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Zarkon. Ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.